Ich finde es eine Unverschämtheit, dass sie immer ständig die Wahrheit sagen, dass mir ins Ohr reingelegt wird. Ja? Die haben Schulden bei mir. Das kann man nicht mal mehr gut machen. Ja? Und ich möchte nicht hier in Ulm beerdigt sein, wenn ich wieder zu stehen muss mit so einem Mann, der da unten läuft jetzt gerade. Und Vorbeilaufer, die haben sich nicht mal anstrengen müssen. Ja? Vielen Dank für meine neue berufliche Chance. Ach so, Gespräche führen. Ja? Mir bedeutet es gar nichts. Ich möchte nicht, dass eine kurz in mir ans Haus kommt. Ich sag's auch bewusst, Anniko, mit ihrem, wen sie auch immer wieder hat, weil das war der größte Dreck, Entschuldigung, den ich dabei hatte bei AHA-Bezirk. Hoffentlich können sie mal nicht mehr Auto fahren, ja, damit ich die Ulmer Leute in Regio-TV nicht mehr sehen muss. Genauso Frau Weiß nicht, damit ich mir nicht schämen muss, was für Zahnärzte sie soll sehen, als würde sie sogar hier in Behandlung gehen. Schäme für den Zahnarzt mehr, Ulmer.